can't keep my hands to myself. Hi, ich habe heute ein sehr, sehr cooles Technikvideo für euch, weil diese Videos in letzter Zeit sehr gut auf meinem Kanal ankommen. Und zwar habe ich mir überlegt, dass ich euch heute Netflix-Hacks zeige. Und zwar, ich denke, die meisten kennen Netflix. Das ist einfach so eine Online-Videothek, eine Website, auf der man monatlich Geld zahlt. Und dann kann man eben unendlich viele Filme und Serien und alles Mögliche schauen. Und das ist so süchtig machend. Aber ja, ich denke mal, die meisten wissen sowieso, wovon ich rede. Ich zeige euch auf jeden Fall heute ein paar richtig coole und nützliche Tipps und Tricks, um euer Netflix-Leben ein bisschen cooler zu machen. Und ich kannte nichts davon vorher. Als ich ein bisschen recherchiert habe, dachte ich nur so, das muss ich mit euch teilen. Der erste Hack ist ein Plugin. Und zwar, ja, es ist einfach ein Plugin, das man runterladen kann. Unter anderem für Google Chrome. Damit mache ich das. Und das nennt sich Holla, beziehungsweise ich glaube, es heißt Olla. Und damit kann man sozusagen seine IP-Adresse so verändern, dass der PC praktisch nicht mehr weiß, in welchem Land ihr seid. Und dann installiert ihr das Ganze und könnt oben eine Flagge auswählen. Da entsteht dann so ein kleines Zeichen an der Seite und da könnt ihr Länder auswählen. Und wenn ihr zum Beispiel Großbritannien oder die USA oder so auswählt, dann denkt euer Computer, ihr kommt aus dem Land. Und wenn ihr dann bei Netflix seid, dann könnt ihr eben auf das amerikanische bzw. englische Netflix zugreifen. Und ja, da sind wirklich alle Länder vertreten. Und das ist einfach so praktisch, weil es eben in der deutschen Videothek nicht alle Filme gibt oder alle Serien. Und auch meistens nicht ganz so aktuell. Und deswegen, ja, also ihr verpasst was, wenn ihr das nicht runterladet. Kann ich sehr empfehlen. Ich habe das schon ewig und ich gucke eigentlich wirklich fast nur in anderen Ländern irgendwelche Filme und Serien. Der zweite Hack geht damit so ein bisschen einher. Und zwar ist es die Seite FlixSearch. Mega praktisch. Und zwar habe ich mir letztens überlegt, ich habe Lust, die Schadenfreundinnen zu gucken. Das ist eine Komödie und da hatte ich einfach mal richtig Lust drauf. Und dann habe ich einfach geguckt bei Wikipedia, wie der Originaltitel heißt. Dann gebt ihr den Titel einfach bei FlixSearch ein und seht dann unten an der Flagge, in welchem Land bei Netflix es das eben gibt. Und dann kam die kanadische Flagge. Manchmal kommen da auch mehrere, das ist natürlich super praktisch, könnt ihr euch was aussuchen. Aber ja, so wisst ihr, dass es im kanadischen Netflix praktisch diesen Film gibt. Und dann könnt ihr da ganz einfach die Flagge oben bei diesem Olla ändern und dann könnt ihr auf das kanadische Netflix zugreifen und findet ganz einfach den Film. Und das ist einfach so cool, finde ich. Und ja, so findet man eigentlich fast alles, was man sucht. Zumindest habe ich, glaube ich, noch nichts nicht gefunden. Der dritte Hack ist das Netflix Roulette. Und zwar, ich glaube, das kennen die meisten, gerade wenn man jetzt noch weiß, man kann eigentlich auf alle Länder zugreifen, hat man manchmal das Problem, dass man gar nicht weiß, was man gucken soll, weil die Auswahl einfach so groß ist. Und da finde ich Netflix Roulette eigentlich ganz cool. Da könnt ihr einstellen, was ihr gerne gucken wollt, also welches Genre. Ihr könnt aber auch nach Bewertungen suchen, nach Regisseuren oder. Oder nach Schauspielern und dann klickt ihr einfach auf den Button und dann per Zufall findet ihr dann, was ihr gucken könnt. Einfach ein Vorschlag. Und ich glaube, da kann man sehr coole Sachen finden, gerade wenn man halt jetzt nicht unbedingt weiß, wonach man genau sucht und hat einfach nur Lust auf eine Komödie. Dann findet man, glaube ich, echt richtig coole Filme oder Serien. Der vierte Hack betrifft euren PC bzw. euren Laptop. Und zwar gibt es ein paar sehr nützliche Shortcuts, das heißt einfach Tastenkombinationen, mit der ihr euer Netflix auch ein bisschen bedienen könnt. Und zwar als Beispiel könnt ihr mit dem F einfach Fullscreen machen oder mit Shift und dem linken Pfeil könnt ihr einfach zurückspulen oder mit Shift und dem rechten Pfeil könnt ihr vorspulen. Wenn ihr M drückt, dann wird das Ganze einfach stumm und wenn ihr die Pfeiltasten nach oben bzw. nach unten drückt, dann wird der Ton lauter oder leiser. Mit Enter und auch mit der Leertaste könnt ihr Pause oder halt auch Play drücken. Und mit Escape wird der ganze Bildschirm wieder kleiner und ihr seid einfach wieder auf der Netflix-Seite. Und dafür gibt es übrigens fürs MacBook auch ganz viele, also das wäre übrigens auch mal eine andere Idee. Wollt ihr mal vielleicht so ein MacBook-Hack-Video? Vielleicht wäre das eine Idee? Schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. Ich weiß halt nicht, wie viele von euch ein MacBook haben. Vielleicht lohnt sich das nicht, aber vielleicht ist das auch cool. Aber ja, lasst mich das gerne wissen. Der fünfte Hack ist, dass ihr natürlich, hoffentlich, auch immer Netflix in der besten Qualität sehen wollt. Und dafür geht ihr einfach auf netflix.com/HD-Toggle. Ich finde den Namen sehr lustig. Und da könnt ihr einfach bei Einstellungen einstellen, in welcher Qualität ihr das Ganze eben sehen wollt. Ob automatisch, das heißt einfach angepasst an euer Gerät oder eben nicht so gut. Falls ihr zum Beispiel relativ wenig Datenvolumen habt und ihr das auf dem Handy gucken wollt, kann ich auch sehr empfehlen, dass ihr es einfach auf ein bisschen geringer stellt, weil dann verbraucht ihr eben nicht ganz so viele Daten und könnt trotzdem ein bisschen was gucken und das Ganze lädt ganz gut. Hack Nummer 6 ist, dass ihr auf der Internetseite What's New on Netflix sehen könnt, was es eben Neues auf Netflix gibt und da könnt ihr auch wieder verschiedene Länder auswählen und dann seht ihr unten, welche Sachen neu sind, sogar auf das Datum genau.
finde ich auch sehr cool. Und da kann man auch immer, ja, glaube ich, coole und spannende neue Serien und Filme entdecken. Hack Nummer 7 ist die Internetseite Rabbit. Und die finde ich sehr cool und ich kannte das vorher auch gar nicht. Und da kann man zum Beispiel online mit seinen Freunden einen Netflix-Film oder mit seiner Beziehung oder wie auch immer einen Film gucken. Und das finde ich sehr cool und irgendwie voll die süße Idee. Also falls ihr irgendwie einen Freund oder eine Freundin total weit weg habt und die kann nicht mal eben vorbeikommen, dann könnt ihr euch beide anmelden und einer von euch beiden öffnet dann den Film auf Netflix und dann könnt ihr eben gemeinsam gucken, was irgendwie, finde ich, voll die süße Idee ist. Also habe ich noch nie ausprobiert, aber werde ich definitiv mal machen. Hack Nummer 8 ist nur eine Kleinigkeit, aber ich wollte es euch unbedingt erzählen. Und zwar habe ich bei Pinterest entdeckt, dass falls man mal so gar nicht weiß, was man gucken soll oder auch gar nicht weiß, welches Genre einen gerade so interessiert, kennt ihr vielleicht von früher noch diese, ja, in diesen ganzen Kinderzeitschriften oder Teenagerzeitschriften diese Entscheidungshilfen oder welcher Typ bin ich und solche Sachen, diese Fragendinger. Und da steht dann oben Comedy oder Drama. Und dann geht ihr einfach mal die Fragen durch und am Ende findet ihr dann, was, ja, was ihr gucken könnt. Und dazu gebt ihr am besten beim Pinterest einfach nur ein What to Watch on Netflix und dann findet ihr direkt so ein paar von diesen ja, Fragen und das finde ich irgendwie voll süß und wollte ich euch einfach mal erzählen. Fand ich irgendwie eine coole Idee. Das war es jetzt auch schon mit meinen Netflix-Hacks. Ich habe sowas auf YouTube noch nicht gesehen. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat und dass es für euch nützlich und hilfreich war. Deswegen würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und natürlich auch, falls ihr mehr solcher Technik-Videos wollt. Falls ihr Ideen habt, schreibt es unbedingt in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. Und ja, ansonsten, ob ihr MacBook-Hacks sehen wollt oder Tumblr-Hacks, Instagram-Hacks oder... ja, ich weiß es nicht. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, ja, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ciao!